Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier bei Train Team World. Es gibt mal wieder neues Spielzeug, und zwar die Class 380. Guten Abend, Sie werden diesen Zug von Newton nach Glasgow fahren, da die Ostseite der Caffert Circle wegen notwendiger Arbeiten an der Oberleitung geschlossen sind. Werden alle Zugdienste von Newton über die westliche Seite der Schleife befördert. Okay, das ist unser Führerstand. Der hat auch wieder diese geile Tür da, man sie auf- und zuklappen kann. Also wenn die zu ist, würde ich mich da echt beengt fühlen. Aber Gott sei Dank kann man die aufmachen. Bevor wir hier das hier aufrüsten, wenn wir hier mal alle Spaßsysteme wieder anmachen. Normal, normal. Das machen wir auch an. Auf normal. Hier haben wir noch mal Türsteuerung, da könnte sich auch noch jemand hinsetzen. Was auch immer das da ist. Ah, ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich glaube, das sind diese Knalldinger, was man auf die Schiene macht, dass wenn jemand drüber fährt, dann knallt. Das hat das so drin zu haben, aber ich glaube, das ist das. Okay. Das ist die 380 von innen. Überschaubar. Was ich gerade ein bisschen vermisse. Ach da, Infotainment. Interessant. Ah ja, das passt so. Okay, machen wir die Tür mal hier zu. Ah, wisst ihr was? Lass mal offen. Ich will mir dann das ansehen, wie die Leute hier drin sitzen. Okay, Klimaanlage. 20 Grad. Ich war sehr kalt. Hauptschalter. Einmal rein. Einmal nach vorne. Wir sollen auf Nachtlicht stellen. Und dann war's das. Bauen wir fort bis zum Bahnsteig. Der Display übrigens, den kann man komplett benutzen. Kann man hier diverse Sachen einstellen. Zum Beispiel hier die Lichter überprüfen. Ja, passt. Und dieser Zug wird von mir das Kürzel haben, das ist der Zug, der niest bzw. hustet. Immer wenn das ein bisschen in die Kurve reingeht, dann fängt es so komisch quietschen an. Und es klingt wie ein Husten oder ein Niesen. Aber das ist so leise im Hintergrund. Als würde einer so 5, 6 Meter da hinten sitzen und eben niesen oder husten. Ja, jetzt hat man es auch wieder ganz kurz gehört. Also so. Ganz kurz immer. Schönen guten Tag, liebe Leute. Aha, wir sind nicht angeschrieben. Auch gut. Zitterle. Displays zeigen natürlich wieder nichts an. Türen machen wir auf. Und unser Kandidat sieht von vorne so aus. Von Siemens gebaut zwischen 2009 und 2011 in Deutschland. Ich weiß nicht. Ich kann mit dem Design nicht wirklich viel anfangen. Ich finde es jetzt nicht wahnsinnig schön. Also, ich weiß noch nicht, was mich mehr stört. Ich glaube, das ist diese komische Kante da, die so komisch wirkt. Das ist noch nicht mal die Tür. Okay, Türen verriegeln. Wir sollen weiterfahren. Ah, falscher Knopf. Der ist es. So, jetzt habe ich gerade einen kleinen Nachteil. Nachdem ich jetzt meine ganzen Spaßsysteme anhabe, darf ich nicht aufstehen. Das findet der Zug nämlich nicht so gut. Ansonsten vom allgemeinen Sound her, momentan Durchschnitt hier drin im Führerstand, hat so eine komische Soundschleife, wo man das definitiv raushört, wo der Übergang ist, wo es wieder anfängt. Bleib mal ganz kurz ruhig, vielleicht hört sie das.
Ist immer schön wiederholend. Ist jetzt nicht arg schlimm, aber man hört, dass die Schleife an sich relativ kurz ist. Ja, Höchstgeschwindigkeit haben wir hier theoretisch 160 Stundenkilometer. Werden wir da nicht erreichen. Insgesamt gibt es von der Class 380 38 Triebzüge, davon 22 dreiteilige und 16 vierteilige Garnituren. Und auch im Original hier auf dieser Strecke unterwegs. Und da soll es wohl am Anfang ein bisschen Probleme gegeben haben bei der Einführung, aber mittlerweile laufen sie. Das zur Info, ansonsten gibt es gar nicht mehr so viel. Auf Wikipedia nicht. Kommt auch mit drei Aufgaben. Eine Aufgabe ist so eine Influencer-Fahrt hier in Glasgow. Geht, glaube ich, knapp anderthalb Stunden, wo man für die quasi eine Sonderfahrt macht und dann hier mal ein bisschen hin und her fährt. Dann eben den Dienst, den wir jetzt da fahren. Und noch einen dritten. Von der Beschreibung her relativ normal. Hier bei der Fahrt hier soll wohl dann irgendwas Ungewöhnliches dann passieren. Mal schauen, was das sein wird. Sehr wunderbar. Mal kurz gucken. Ja, die sieht soweit normal aus. Okay, ist einigermaßen bündig. Ja, ich weiß, Sicherheitssystem ist unglücklich. Ganz schön die Schräglage hier. Skatray. Du hast die Toilette mit Ablage. Kann man das aufmachen? Nö. Schade. Okay, wir sollten wieder fahren. Warte mal, ich gehe mal schnell draußen. Ja, ja. So, los geht's. Ah, Moment. Würde so machen. Ja, natürlich nicht schlecht. So, gib Schmackes. Währenddessen. Coupling, Uncoupling haben wir hier. Was haben wir hier? Doors ASTO. Okay. Dann Voltage Current Anzeige. Driving Braking Anzeige. Brake System. Okay. Können wir noch Brake Test machen. Und isolieren. Previous ED Brake Isolate. Schauen wir mal in Driver ID. Da ist jetzt gerade nichts drin. Ne, ich will da wieder raus. Cancel Press C. Okay. Und dann haben wir hier noch diesen Waschmodus. Wirklich schade, dass die Anzeigen nicht gehen. Ja, ja, bin ja da. Klein ticken zu schnell. Die Strecke soll ja auch irgendwann nochmal ein Upgrade bekommen. Das wurde zumindest mit der 380 angekündigt. Wenn ich hätten sie aber die Strecke auch gleich ein bisschen erweitern können. Also wahnsinnig groß ist die Strecke hier nicht. So, schönen guten Tag. Den Power hast du und einmal hier aufmachen.
Und mal kontrollieren hier. Moin. Mindestens mit dem Einsteigen scheinen sie kein Problem zu haben. Was ist das für ein Sound? Presse? Ach so, das ist zum Karten entwerten. Alles klar, wir steigen mal wieder ein. Meine Damen und Herren, es geht weiter. So, nächster Halt, Croftwood Gleis 1. Falls ihr es wissen wollt, die Class 380 sind in Krefeld-Uerdingen bis 2011 hergestellt worden. Es war logistisch bestimmt ein bisschen aufwendig, die nach England rüberzubringen. Bei 38 Triebzügen. Vorstellen, dass es auf den Schienenweg gegangen ist mit über Locomotion oder so. Södele, unser nächster Halt. Wir sind ein bisschen schwach. Na, zählst du's? Ja, wunderbar. Nö, einmal live machen. Kann ich? Das kann ich nicht aufmachen. Da wird vermutlich ein anderer Zug vorne dran sein, bis das geht. Oh, da warte mal, da war doch irgendwas. Ich weiß nicht mehr, irgendwo in dem Menü. War das unter Coupling, Uncoupling? Nee. Ich meine, die haben irgendwo eine Steuerung zu dem Ganzen gesehen. Lightning, nee. Was wählt er? Mileage. Ah. Enter Authorization Key to use additional maintenance pages. War nicht? Kann ich da wieder raus? Dankeschön. Okay, so die Türen wieder verriegeln. Du gehst mal wieder auf. EDCS? Ich kann EDCS? Okay. Interesting. Brake System. Nee, nee, nee. Komisch. Das war der Stromabnehmer, Führerstandsbeleuchtung. Türen. Ich hab das irgendwo beim Angezockt. Ah, vorderer Durchgang halb. Dann ist es das da. Lässt du mir doch nicht beim Fahren machen, oder? Wenn ich sag, ausklappen. Nö, sieht nichts. Ob ich noch mal im Stand? Also wir hier einklappen. Beziehungsweise, wenn unsere Fahrt vorbei ist, könnten wir mal schnell Singleplayer machen. Also was ist Singleplayer? Im freien Modus. Und das mal kurz ausprobieren. Das würde ich gerne sehen.
Nö. Tür da auf. Jetzt nochmal. Ich halte es. Es fängt zum Blinken an. Geil, jetzt hat sich bewegt. Es ist jetzt wirklich draußen. Ha! Jetzt kann ich auch die Tür aufmachen. Ha! Wie geil. Okay, cool. Ja, nee, das tun wir jetzt wieder rein hier. Ja, man sieht sogar von hier. Cool. So, Türen schließen. Und Abfahrt. Tja, immer. Überhaupt null Zeiten hier beim Anhalten. Immer 25 nach links, Längsseite, Gleis 1. Ja, 25, komm, runter. Gemäß Wikipedia zu den Strecken steht folgendes. Die Züge der Klasse 80 werden auf der Ayrshire Coastline zwischen Glasgow und Largs, auf der Inverse Clyde Line zwischen Glasgow und Corex sowie auf der North Berwick Line zwischen Edinburgh und Dunbar betrieben. Und am 6. Mai 2009 wurde im Bahnhof Glasgow Central ein Mockup, also ein Vorführmodell in Originalgröße der Öffentlichkeit vorgestellt. Ist bestimmt nicht mehr existent. Yay! Schiedwetter. Intervall. Jo, alles gut. Ja, und rein so von den Sitzplätzen. An der dreiteiligen Variante sind es 190, beim Vierteiler 282. Die 40. Immer mal ein bisschen Schmackes hier. Ich wette, die Besonderheit wird sein, dass hier irgendwas kaputt geht. Dann heißt es, oh nein, wir müssen außer Dienst gehen. Und dann ab ins Depot. Irgendwie sowas. So, liebe Leute, wie schaut's aus? Gar kein Regenschirm bei euch. Doch, da ist einer. Ja, okay. Türen auf. Na, wollen Sie mitfahren? Lieber im Regen stehen. Ganz hier die Entscheidung. Sie auch nicht. Hey, mal wieder was zum Hinhängen. Hinten war, glaube ich, irgendwo auch noch so eine Lok. Da auch. Welcome to Langside. Das war jetzt schon ein bisschen sinnbefreit, oder? Okay. Nicht so lange hingucken. Wir fahren lieber weiter.
Eine der Türen lässt sich nicht mehr schließen und verriegeln. Verlassen Sie die Führstadt und suchen Sie die... Ah, okay. Interessant. Welche Tür? Hier ist alles gut. Hier ist auch alles gut. Hä? Warum muss ich draußen? Hä? Gut, ich mache mal die Tür auf. Und wieder zu. So, ah, da ist sie. Okay, Sie haben die defekte Tür gefunden. Versuchen Sie, die Tür mit dem Zugbegleiter-Schaltpult zu schließen und zu verriegeln. Okay. Wo ist das? Ist das hier? Also, sie geht schon mal zu. Betreten Sie den Zug? Ja, ich bin im Zug. Warte mal, muss ich wieder bei dem Marker gehen? Ach, jetzt war das. Ach, da. I see. Einschalten. Können Sie die Tür schließen? Aha. So, Tür schließen. Also ich hab's auch... Irgendwie ist das unlogisch. Okay, kann ich das jetzt so sperren hier? Nee, ne? Machen wir hier mal wieder zu. Die Tür ist unverriegelt, aber sie stellt ein Sicherheitsrisiko für die Fahrgäste im Zug dar. Fahren Sie weiter nach Glasgow Central und lassen Sie alle Fahrgäste aussteigen, bevor Sie den Zug zum Schildbetriebswerk fahren. Ja, okay, zumindest das da. Na gut. Dann gehen wir wieder raus. Oh, dass ich jetzt rausgehen musste, das war es irgendwie sinnbefreit. Ich kann ja ganz normal im Zug hier durchlaufen. Ach ja, so random Störungen. Ob wenn man so Fahrplan fährt, das wäre eigentlich schon was Witziges. Okay, dann einfach losfahren. Tun wir das. Wäre eigentlich auch was für Simway. Finde ich bei Rainbow da ist ja ganz cool, dass sie da bei der Wartung das mit den heißen Achsen hier mit drin haben. Ist schon ein cooles Feature. Die geben sich Mühe. Aber ich hätte gerne mehr Deko. Sind denn Leute schon im Editor, also aus dem Editor, in den Modding-Tool für den Streckenbauer schon dabei, Nebenstrecken zu basteln und extrem große Yards und Co. Ja, es ist nur krass, was die da zum basteln. Sieht zwar nicht immer wahnsinnig schön aus, aber gut zu sehen, was die Leute mit dem Spiel so anstellen. Meine Damen und Herren, unser nächster Halt ist Glasgow Central, Ankunft auf Gleis 8. Unsere Zugfahrt endet dort aufgrund eines technischen Defekts. Wir bitten alle Passagiere auszusteigen. Die sind jetzt bestimmt happy. Na gut, die Rush Hour ist vorbei. Ist kurz vor 8. Aber trotzdem natürlich ärgerlich. Eigentlich, unseren Scheibenwischer können wir wieder ausmachen. So, Infotainment System können wir leider auch nicht nutzen. GSMA, ja gut.
ist wie immer. We are too fast. Ja, in dem Anschluss werde ich mir mal die neue Lokomotive für Railroad angucken. Mod. Die Shay. Aber ich wurde schon vorgewarnt, dass die nicht so geil sein soll. Und wenn die wirklich eine Vollkatastrophe ist, dann glaube ich, spare ich mir das Video. Entschuldigung. Und dann sollen sie die doch erstmal ein bisschen weiter modden. Bis dann fertig ist. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht, wie sehr das Simrail-Video durch die Decke gegangen ist mit den Ansagen. Das hat gut Fahrt aufgenommen. Aber ist auch geil, das mit den Ansagen. Da habe ich auch die London Brighton-Strecke, muss ich dann eine kleine Fahrt mit euch machen. Denn da gibt es auch einen Mod für Train Sim World mit den Ansagen, die vollautomatisch laufen. Das ist auch noch ganz nett. Geht aber nur bei Fahrplanmissionen. Wenn man da selber im freien Spiel rumfährt, geht's nicht. Ja, für uns geht's geradeaus weiter. Also schnell sind sie bei dem Kreuzer hier nicht unterwegs. 30-40 ist hier wirklich so der Durchschnitt. So, davon müsste dann die große Einfahrt kommen. Ja, und wenn ich das noch richtig im Kopf habe, war Glasgow Central Einfahrt alle Gleise mit 15 Meilen pro Stunde. Ja, da ist sie ja. Ein bisschen wenig los heute in Glasgow. Stellwerk. 20. Naja, minimal drüber. Das passt schon. Ja, wirklich nichts los. So, F4. Wir waren aber eigentlich auf 8. Ah, die Einfahrt hier. So, da stehen auch schon die 15. Ja, das sind die Schilder. 50 miles per hour, all lines. Schieben wir mal bremsen. Interessante Wegeführung. Hey, da steht da was rum. Mein Kollege. Kannst gleich meine Leute mitnehmen.
Interesting. Okay, da soll es hingehen. Sehr gut. Das ist eigentlich noch ein schöner Bahnhof. Noch ganz schön verwinkelt. Ja, ich drücke ja schon. So, dann wollen wir mal so weit vor, wie es nur geht. Ah ja, das passt so. Okay, einmal Türen auf. Wieder einmal alle aufsteigen. Sie wieder hoch. Hier will ich da alle reinspawnen. Sie müssen aufsteigen. Alle hier. Nee. Ja, dann fahren sie halt mit. So. Wir werden jetzt hier garantiert abrüsten müssen. Gehen wir mal. Der Zug ist entladen und bereit zum Betriebswerk zurückgebracht. Dann wechseln Sie den Führerschein und fahren Sie. Ja, ja, okay. Gut. Hier machen wir auf Zugschluss. Hier den machen wir auf aus. Und einmal so. Okay, das war's. Machen wir hier wieder zu. Jetzt nochmal diese Tür da. Und zu. Also wir fahren jetzt ins Betriebswerk, wollte ich nur sagen, ne? Gut. Der Zug ist. Okay. Gut, sagen wir mal so. Ihr seid jetzt alle ihr, die da mit mir mitfahren. Jetzt euch mal das Betriebswerk angucken. Ja. Okay. So. Andere Seite. Tür zu, Tür auf, schön doch mich durch. Spaß ist, die mir wieder anmachen. Auf der Seite, ich glaube, das war's. So. Ja, nichts vergessen. I guess. Die Tür machen wir auch wieder auf. So, einmal Nachtlicht, einmal nach vorne. Und dann soll es das gewesen sein. Und jetzt alle Türen zu. Mal gucken. Ja, sieht so aus, als ob es passt. Den Abfahrt. Pesca Gentle Strecke 7. Jetzt war es wieder meine Geschwindigkeit. Oh, interessant. Ne, doch. Ich dachte gerade, die Leute wären von draußen nicht zu sehen. Immerhin, das ist richtig. Not in service. Da hat es matschige Texturen drauf. Das ist aber nicht sehr schön. Auch das. Drehgestelle sind nicht so gelungen. Oh, ich sollte vielleicht aufpassen. Sonst kriege ich noch wieder eine gewischt. Weil ich immer alles andere tue, als wie Zugfahrt.
Jetzt hat man es richtig oft gehört. Also das Husten-Niesen-Geräusch da. Shields, ETD, Gleis 1. Alles klar. Es gab mal 4 Meilen. Ist ja recht in der Nähe. Da hinten hört die Straße einfach auf. Sieht auch gut aus. Ja, ich bin mal auf das Refurbish hier gespannt auf der Strecke. Ob das dann wirklich einen großen Unterschied macht. Was ich auch mal geplant hätte als Idee, wäre mal so einen Rusty Rail Move zu machen. Eventuell auf der Subway, die wir ja hier drin haben. Also wenn ich weiß, was ein Rusty Rail Move ist, das sind quasi wirklich Bewegungen, um mal Strecken oder Gleise zu befahren, die sonst kaum befahren werden. Das, glaube ich, könnte spaßig werden. Irgendwie so im Fahrplanmodus reingehen mit einer eigenen Sub und sich dann irgendwie was zusammenstellen. Und schau, dass man da im normalen Verkehr irgendwie durchkommt. Ja, da vorne müsste es dann gleich sein. Aber jetzt soll ich mit Fullspeed reingehen. Naja, 50. Das ist eigentlich auch überschaubar von der Größe her, das gerade die Brüche. So, Shunting. Alles klar. Da hat sogar Handweichen hier drin. Oh, haben wir uns das selber unsere Einfahrt hier richtig machen müssen. Hier übrigens, beziehungsweise da hinten im Depot, startet auch das eine Szenario mit den Influencern, wo man da durchfährt. Also ganz offiziell sind es Ehrengäste und Influencer. So. Jut, wir werden da. Ne? Komm, ich hebel auf aus. Okay. Und dann auf die andere Seite. So, zum Schluss. Okay. Sorry. Das sah jetzt gerade ein bisschen komisch aus beim schnell vorbeilaufen. Liebe Leute, jetzt geht's weiter ins Depot. Ort geht gleich weiter hier. Schade eigentlich, dass sie da keine Werbung hingemacht haben. Ein bisschen, was? I'm carriage number 38662 and I will always want to look my best. Is there something broken or not quite right? Let us know.
Tweetass, it's Cottrail. Und wenn man kein Twitter hat, was dann? So. Meine ganzen Spaß nochmal. Gut. I guess die Weichen sind schon korrekt. Oh, Maximalgeschwindigkeit 5 Meilen pro Stunde. Ja, ich glaube, da fahre ich immer ein bisschen schneller. So 15, merkt ja keiner. Oh. Heute habe ich auch meine Motorradprüfung gehabt. Also technische Überprüfung, nicht Führerscheinprüfung. Bin ich da doch glatt durchgefallen. Hauptgrund war vor allem der Auspuff. Und der Auspuff, den habe ich mit unterschiedlichen Schalldämpfern. Und ich habe natürlich die falschen Ringe gehabt, die was ganz klein, die zu laut waren. Hat die Messung 105 Dezibel ergeben. Hat es geheißen, ja, da dürfen sie nochmal kommen. Mit weniger lauten Auspuff. Ja, vielen lieben Dank, Kollegen, die hier die Weichen schon mal gemacht haben für mich. Nicht so wie im Russenbahn-Simulator, wo ich alles selber machen darf, wo die da rumlaufen. Aber schon noch cool, dass wir jetzt hier so reinfahren. Sieht gut aus. Okay, wir werden da. Gute Arbeit. Das Wartungsteam wird in Kürze vorbeikommen und sich den Fehler an der Tür anzusehen. Sehen wir uns an, wie sie abgeschnitten haben. Ja, bin ein bisschen zu schnell gefahren. Aber ansonsten, glaube ich, war es eigentlich eine ganz gute Fahrt. Zeigen Sie mal hier den Screen. Ja, vielleicht so ein, zwei Mal zu schnell. Geschwindigkeitsüberschreitungen minus 975. Haltegenauigkeit. Eigentlich okay. Ja. Jetzt kann man durchgehen lassen, da bin ich schon schlimmer gefahren. Wenn es euch gefallen hat, das auch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald zum nächsten Abenteuer. Tschüss. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.